Es sollte der schönste Tag im Leben werden, doch eine Hochzeitsgesellschaft in Wiesbaden hat es jetzt mit dem Feiern übertrieben. Lautstark fährt die Gruppe mit Sportwagen durch die Stadt. Einige liefern sich sogar ein Rennen auf der Autobahn und versetzen andere Fahrer in Angst und Schrecken. Bis die Polizei dem Spuk ein Ende setzt. Die Vorwürfe, ein illegales Autorennen und andere Fahrer schwer ausgebremst. Jetzt endet die gefährliche Fahrt eines Autokorsos hier. Feiernde einer Hochzeitsgesellschaft sollen sich auf der Autobahn 66 von Frankfurt nach Wiesbaden ein Autorennen geliefert haben. Andere Verkehrsteilnehmer riefen die Polizei. Irgendwann stoppte oder reduzierten die Fahrzeuge die Geschwindigkeit auf der Autobahn auf maximal 50 km/h. Somit konnten nachfolgende Fahrzeuge mussten also erstmal abbremsen und konnten ihre Fahrt nicht wirklich fortsetzen. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an und setzt die vier Sportwagen in Wiesbaden fest. Schon beim Start des Autokorsos sollen die Fahrer negativ aufgefallen sein. In Frankfurt konnten die vier Fahrzeugführer bereits gesichtet und angesprochen werden. Ihnen wurde klipp und klar gesagt, dass sie sich an die Verkehrsregeln zu halten haben. Das Ergebnis haben wir jetzt selbst erfahren. Die rasenden Hochzeitsgäste sind vier aus Frankfurt stammende Männer im Alter zwischen 25 und 39 Jahren. Ihnen drohen jetzt hohe Strafen. Wir ermitteln jetzt, wie gesagt, wegen Verdacht eines illegalen Autorennens, dann eine Straßenverkehrsgefährdung. Nötigung im Straßenverkehr, klar, die Geschwindigkeit ist auch nicht zu vernachlässigen. Auf die kommt das eine oder andere jetzt zu. Die Polizei sucht dringend eventuell Geschädigte und weitere Zeugen des Vorfalls.